Irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an Bachelor, der startet nämlich heute Abend. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Dezember-Rückblick für euch. Das heißt, alle Bücher, die im Dezember in mein Bücherregal eingezogen sind. Das waren gar nicht so viele. Ich habe mir nämlich gesagt, es kommt Weihnachten. Ich werde mir den Monat nicht viele Bücher kaufen. Ich werde mir sie einfach schenken lassen. Irgendwie haben sich meine Geschenkgeber auch gedacht, die hat schon so viele Bücher, ich kaufe mal was anderes. Aber es sind trotzdem 5 Stück geworden und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Als allererstes gekauft hatte ich mir Dark Love. Das habe ich bei diversen YouTubern gesehen, dass das Buch eigentlich relativ gut und flüssig zu lesen ist, dass die Story eigentlich ganz schön ist. Es ist, glaube ich, auch Band 1 von einer Reihe. Ich habe mir jetzt erstmal den ersten Teil geholt, schau mal, wie er mir gefällt und dann entscheide ich, ob ich mir die Reihe noch weiter kaufen werde. Auf jeden Fall geht es um die 16-jährige Eden. Die muss über die Sommerferien zu ihrem Vater nach Santa Monica fahren. Als die Eltern sich getrennt haben, hat er sich mit einer anderen Frau eine neue Familie aufgebaut. Und dort gibt es einen Sohn und das ist so ein richtiger Bad Boy, so ein richtiges Pieploch. Und mit dem kommt sie am Anfang so gar nicht klar. Aber wie das Ganze so ist mit Bad Boys, man fühlt sich ja doch zu ihnen hingezogen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ausgehen wird. Immerhin ist es ihr Stiefbruder. Und dann habe ich mir noch einen weiteren ersten Band von einer Reihe gekauft. Und zwar ist das das Buch Selection. 35 Mädchen sollen das Herz des Prinzen erobern, beziehungsweise wird er sich von den 35 Mädchen eins aussuchen. Aber wenn ich den Klappentext jetzt richtig gelesen habe, ist sie eigentlich in jemand anderen verliebt und weiß gar nicht, ob sie da so wirklich vor den ganzen Leuten im Land um die Gunst des Prinzen buhlen möchte. Irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an Bachelor, der startet nämlich heute Abend. Ich bin schon komplett im Bachelor-Wahn. Da das von vielen wirklich so gehypt wird, habe ich mir jetzt einfach mal Band 1 bestellt und werde mir mal anschauen, wie es mir gefällt. Das dritte Buch, das ich mir gekauft habe, ist Die Mondprinzessin von Ava Reed. Ich habe mir den Klappentext durchgelesen und ich war einfach hin und weg und habe gesagt, das Buch muss ich definitiv lesen und ich lese ihn euch jetzt einfach mal vor, er ist so schön. Lynn bemerkt an ihrem Geburtstag, wie sich auf der Haut ihres Unterarms ein Sternbild abzeichnet. Die einzelnen Punkte leuchten und Lynn versucht verzweifelt, sie zu verstecken. Als nicht nur die Sterne auf ihrem Arm, sondern auch sie selbst zu leuchten beginnt, ist nichts mehr wie es war. Dunkle Schatten jagen sie, die Wächter des Mondes. Und sie begegnet Yuri, der ihr erzählt, sie sei eine Prinzessin, kein Waisenkind. Trotz Lynns Unglauben folgt sie dem Mondkrieger und stellt sich ihrem Verfolger. Yuri verliebt sich in Lynn, doch sie ist einem Prinzen bestimmt und nicht ihm. Das klingt so richtig schön nach Love Story, die aber nicht sein darf. Und so Geschichten mag ich ja immer sehr. Und wie ich jetzt gesehen habe oder auch schon gehört habe, wird die Lynn immer von einem kleinen Waschbären begleitet und ich stehe ja so auf Waschbären. Also das Buch werde ich definitiv, sobald ich mein aktuelles Buch beendet habe, als nächstes lesen. Als nächstes gekauft habe ich mir Perfect Touch von Jessica Clare. Da geht es um ein Mädchen oder um eine Frau, die noch nie irgendwas mit Männern zu tun hatte. Und dann fährt sie auf eine Insel und lernt einen Millionär kennen. Und plötzlich ist irgendwie alles anders. Ich habe noch nicht wirklich viel von diesem Buch gehört, aber es war auf meiner Liste, Leute, die dieses Buch kauften, kauften auch folgende Artikel. Also habe ich es einfach mal mit in den Warenkorb gepackt und lasse mich überraschen, ob es mir gefällt oder nicht. Dann, last but not least, habe ich ein Buch im Dezember gekauft, das ich auch direkt begonnen habe zu lesen. Und das ist mein erstes Colleen Hoover Buch. Will und Liken. Ich habe mir direkt den Limited Edition Sammlerband gekauft. Wie ihr seht, das ist gerade das Buch, das ich lese. Ich bin fast durch. Ich denke, noch so 1-2 Tage brauche ich. Aber ich muss sagen, es gefällt mir bisher so richtig, richtig gut. Ich habe ja schon viele Rezensionen zu Weil ich Liken liebe gehört oder gelesen oder gesehen, je nachdem. Das war hier der Band 1. Der zweite war dann, Weil ich Will liebe und der dritte, Weil wir uns lieben. Ich bin bis jetzt sehr, sehr begeistert. Ich glaube, ich werde mir auch noch mehr Bücher von Colleen Hoover kaufen. Der Schreibstil gefällt mir sehr, sehr gut. Es lässt sich flüssig lesen und die Geschichte ist einfach zuckersüß. Also wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auf die Wunschliste setzen. Das waren jetzt meine 5 Bücher, die ich im Dezember gekauft habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins davon schon gelesen habt, was ihr davon gehalten habt oder ob ihr denkt, dass es vielleicht auch Geldverschwendung war. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von euch höre. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.